In diesem Video möchte ich euch die neue Futura mit 64 mm Impeller vorstellen. Ein Modell vom Hersteller FMS, in Deutschland vertrieben von der Firma D-Power. Bei der neuen Futura gibt es nicht mehr viel zu tun. Teile sind nahezu komplettiert, Servos eingebaut, Antrieb eingebaut. Man muss es nur zusammenschrauben und einen Empfänger und Akku einbauen. Da das Höhenleitwerk gepfeilt ist, ist in jeder Seite ein Servo eingebaut. Auch das Servo für das Seitenruder ist bereits installiert. Erfreulicherweise hat die kleine Futura Landeklappen. Das ist nicht üblich bei einem Modell dieser Größe. Im Inneren der Kabine gibt es reichlich Platz für den Flugakku und den Empfänger. In der März-Ausgabe 2023 haben wir die große Futura mit 80 mm Impeller vorgestellt. Hier geht es jetzt um den kleinen Bruder mit 64 mm Impeller. Das starre Fahrwerk hat Federschwingen und somit einen relativ großen Federweg. Auch das Bugrad hat eine Federung. Es ist lenkbar und wird über ein separates Servo angesteuert. Die beiden Hauptfahrwerksfederbeine werden in Sockel gesteckt und eingeklipst. Auf allen Ruderklappen verwende ich 20% Exponential. Bei den Landeklappen habe ich zwei Stufen eingestellt. Eine für den Start und voll ausgefahren für die Landung. Auch mit nur 4S Lipo und einem 64 mm Impeller geht es ganz gut nach vorne. Durch die moderne Auslegung des Impellers mit 11 Blättern ist auch das Antriebsgeräusch sehr angenehm. Die Futura ist zwar kein Kunstflugmodell, aber man kann auch recht präzise 4-Punkt-Rollen fliegen. Erstaunlicherweise geht auch ganz gut Messerflug. Die Futura hat keine Tendenz auszuweichen. Auch im langsamen Flug bleibt das Modell jederzeit gut steuerbar, ohne die Gefahr eines Strömungsabrisses. Mit gefahrenen Landeklappen reduziert sich die Geschwindigkeit beträchtlich, sodass Landungen kein Problem sind. Die kleine Futura ist ein unkompliziertes Modell mit guten Flugeigenschaften. Man wünscht sich lediglich ein Einzelfahrwerk.